Puma and Zulu evacuate this base and don't leave anything behind for Skynet. T-850, I've got your video feed. Are you receiving me? Affirmative. Look out! T-900s! Okay, das Spiel geht. Jetzt hast du gemeint, es funktioniert nicht. Es ist mit meiner Hand. Aber es hat einfach mal lang, bis es geladen hat. Ich weiß im Moment gerade nicht, wie man die Spezialsicht macht. Was könnte es noch sein? B? Nein, B ist schon. Pistolen, dann verbrauchen zuerst die. Aber wie machst du die rote Sicht? Nahkampfangriff, rechts eins. Ah, mit Back. Ist etwa Strom, der abläuft. Noch ein bisschen alles absuchen, aber da gibt es irgendwie. Da drei Schieße, oder? Ah. Okay. Energie. Es macht auf jeden Fall Spass. Oi. So mit der falschen Gegner an. Schick nicht zu viel Treffer ein, fast schön. Jetzt überlegen wir noch nur noch so ein Metallskelett. Verladen muss ich wahrscheinlich nicht. Ready when you are. Ist das? Lock and load. Das ist halt zu viel Strom. Target acquired. Nicht mehr. Alles verschossen. Nee. Doch, das. Jetzt kannst du nicht hin und her schalten. Ganz komisch mit der Waffe. Das Waffenrad ist auch übelst. Steuerung. Habe ich da keine Muni mehr oder was? Kann ich irgendwie nachladen? Enemy sighted! Patrol to command. Vor allem bin ich jetzt irgendwie raus, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich kann nicht schiessen. Incoming! Over there! Ganz komisch, ich bin jetzt irgendwo hergeglitscht. Ich war echt davor drinnen. Und die Waffe geht, ich kann nicht nachladen, weiss nicht wie. Was hat doch Muni? Over there! Das Waffenrad ist über. Here they come!
Ich habe da 2 von 36. Was ist denn das? Wie? Fuck you! Ich habe keine Muni mehr, ich bin eine Waffe. Boah, das ist. Links und rechts ist schon. Ich glitsche da alles durch im Fall. Und ich weiß nicht, wie ich. Give him hell! Enemy sighted! Come to pop! Nee, jetzt haben wir die. Boah, irgendetwas ist nicht gut. Mal. Fire at will! Benutze die. Ja, ich komme da nicht durch. Ready when you are. Ich komme nicht mit den Steg auf, ich habe irgendeinen Bug. Das ist ja schon geil. Ich bin am Arsch. Irgendwie funktionieren die Waffen nicht mehr. Pistole habe ich gar nicht mehr. Die ist weg. Oh, Herzeige. Jetzt habe ich 20 Schuss, gut. Aber ich kann da nicht mehr rauf. Irgendwie hier glitscht es. Glitscht zum Teil so links, rechts. Jetzt mal ab, was kommt. Die Batterie bringt mir nicht. Wie kommen da nicht rauf? Ich glaube, die kann man endlos machen. He? Ich mal pumpen. Nee. Irgendwie ein Spiel kaputt gemacht. Wir gehen nie mehr durch. Oder die verwechseln es wieder. Jetzt ist das Greaseboner, das ist ja ganz komisch. Fantastic. Wahrscheinlich muss ich im langen Rohr durch. He? Nee, ich komme da nie mehr her. Ich muss hier weiter. Du darfst wahrscheinlich einfach nur die Steg auf, darum ist es nicht gegangen. Okay. Dann geht es weiter. Es ist aber ganz komisch gegangen, wie ich die Steg runter bin. Aktionstaste, weiß nicht was Aktion. Ah, das ist die A-Taste. Dann kommen wir schon noch rein. Man muss die Empfindlichkeit noch zurückstellen nach dieser Folge. Unbedingt. Das geht ja mal gar nicht. Vor allem Seitwärtsbewegung. Excellent. Jetzt bin ich aber wieder hier. Dann mit der Schalter habe betätigt. Das heisst einfach Copy-Paste. Also wenn die Stege nicht geht, bin ich im Arsch. Ah, die geht jetzt. Okay. Aha, bringt mir hure viel. Keine neuen mehr. Also hier ist schon mal nichts zu machen, noch hier eigentlich auch nicht. So gehen wir weiter. The server room is just ahead. Destroy anything. Ah, ich kann doch nachladen plötzlich. Aber von was ich 2 von 66 habe, habe ich auch nicht geschnallt. Terminator.
Band-Aid ist, glaube ich, der gelbe Streifen. Darum kommen die immer neu. Das ist ein dringend. Das ist alles ein bisschen. Nach Dings, irgendwie nach einem Skript. Ich komme immer da raus. Ich darf es machen. Ich glaube, ich muss einfach mal durch. Da. Oder ich kann es kaputt machen. Wir müssen destroyen. Da wird keine Muni mehr. Das ist übelst. Ohne Muni wird er beschossen. Das ist halt so. Und der Bang. Oh, ist ja super. Ich sterbe. Ich habe ein kleines Muni-Problem hier. Ich muss mich selber völlig killen. Seit ich Muni bekommen habe. Zwei Schuss, wow. Wow. Wowie wow. Komm mit Nummer, hier ist perfekt für euch. Etwas destroyen, dass sie nicht mehr kommen. Guck mal. Ah! Bringt das etwas? Zum Einsturz bringen, das Ding. Der Rett ist noch hier, aber wahrscheinlich killen wir mehr selber. Oh ja, 17 Gesundheit. Fantastic. Fantastic. And the Terminator. Ready when you are. Ich will etwas finden. Das ist da Geld gewesen, oder? Ja, irgendwie, aber... Endlich Muni. Nichts übersehen. Rock and roll. Rock and roll. Machen, aber soll ich das? Sind das nicht unsere eigenen Computer da? Oder muss ich die kaputt machen? Gelb Punkt. Kein Plan. Sie können da. Ist das Skynet? Ah! Noch mehr so geheime Orte. Mission accomplished. Excellent. And you even blasted a shortcut to the armory. Get over there on the double. Das habe ich voll vermissen.
Jetzt wird wahrscheinlich die Ladezeit wieder ewig gehen. Das sieht auch so aus, als würde es bleiben hängen, aber es ladet. So, ich muss sofort die Ladezeiten rausschneiden. Das Problem ist eben, wenn ich da reingehe, hier kann ich flüchten. Ich habe letztes Mal noch Muni bekommen. Nur eine Welle bekommen. Was wird jetzt das Problem? Wie komme ich näher weg? Komm, Papa! Wo gehe ich her, sobald ich weg muss? Wie komme ich weg? Wo ist das? Wo ist das? Die schönen Animationen da. Wo ist das? 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 Wie kommst du da weg? Wie kommst du da weg? Ah, hier. Huch! Weg. Good work. Thanks. That will be counterproductive. It's still nice to say thank you. Now listen. One of our officers is carrying a very important data disk. Get through the blast doors in the machine shop on the other side of the sewers. And I'll steer you from there. Ja, ich war gar nicht oben, wird schon abgeknallt. Steht sicher nochmal auf. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass die zum Teil so respawnen wie so. Kann ich dann nicht irgendwie einen Nahkampf-Kill machen? Lock and load. Neue Waffe, oder? Mal schauen, wie die so tut. Das ist die falsch. Hier. Mal schauen. Ah! Auch gut. Ich kann mal die respawnen, eindeutig. Immer wieder. Fantastic. Ich muss rauf. Sonst hört das nicht auf. Okay. Our man is in a runoff area beyond the pumping station. Restate mission of Ram. Find your way through and get him out of there. Kann ich auch da wieder schießen? Nein, nicht so richtig. Okay. Jetzt müssen wir aber das Plasma-Gewehr wieder... Ist denn alles noch nicht ganz mit dem Waffenrad? Ob man das nicht irgendwie gezielter könnte wechseln? Du kannst einfach immer nur durchschalten. Alle Optionen. Over there!
Kräftig beschossen, gehen wir zuerst rauf. Vielleicht könnte ich unten Muni sammeln. Treffen die nicht? Was will sie mich treffen? Da triffst du dich nicht. Here they come. Okay, Muni aus. We've got company. Lock and load. Aye. Lock and load. Ah, Steuerung lass nach. Nicht sicher, ob ich zuerst runter muss. Es geht mir aber, wenn ich jetzt nicht eine Entscheidung fälle. Warum der da unten immer wieder anvisiert? Und ich ja gar nicht geben kann, statt den hier oben. Schau, schauen, was da unten noch ist. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nein, ist nichts. Irgendwo könnte es noch Muni haben. Das lohnt sich nicht. Ich bin ständig respawnen. Ich verliere mehr Muni, weil ich jetzt so lange da schiesse, statt weiter zu gehen. Die schiessen da durch das Gitter, kann ich aber nicht. Kann die nicht geben, da unten. Und dann nimmt er immer das Falsche auf das Ziel. So triffst du nicht. Auf den Gitter laufen. Und die Schiessen sind wieder alles durch. So ist das leider, so ein Ding. 7 Schuss, auch noch 41 auf Reserve. Zu wenig Munition. Kann ich den nicht geben, wenn er neben dem Geländer steht? Sie können mich von überall geben. Ich kann sie nicht geben. Da trifft es nicht im Fall. Heftig. Aber jetzt vielleicht. Keine Muni mehr. Den kann ich nicht geben. Er ist tot. Lock and load. Ich will doch nicht durch das Gitter schiessen. Ich habe wieder das Skript beendet.
bis jetzt fühlt sich so wie das coolste Terminator-Game. Also das Neue hat mir nicht so gut gefallen. Es ist zwar schönere Grafik und so, aber... Vor allem Arne ist geil. So, wenn da Ladezeit kommt, könnten wir dann gleich die Aufnahme beenden. Die sind wirklich heftig.